Ach, das waren super Zeiten. Zusammen mit meinem Bruder spielte ich stundenlang RC Pro AM auf dem NES und wir lieferten uns so einige Duelle. Es verschmolzen einfach zwei Sachen, die man als Kind klasse findet, perfekt miteinander. Ferngesteuerte Autos und Videospiele. Einige Jahre später erschien auch ein Teil auf den Gameboy. Kann dieser Ableger das hohe Niveau halten? Was saugt Super RC Pro AM für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde natürlich wie der große Bruder vom legendären englischen Entwicklerstudio Rare entwickelt und 1992 bei uns von Nintendo veröffentlicht. In den USA erschien es ein Jahr früher und in Japan erschien es nie. Großes Vorbild ist natürlich die NES-Variante und im Prinzip spielt sich diese Version genauso, macht aber ein paar Sachen anders. Ihr fahrt hier auch Rennen gegen drei andere computergesteuerte Gegner und versucht dabei natürlich möglichst auf den vorderen Plätzen zu landen. Verliert ihr ein Rennen, ist das Spiel natürlich auch zu Ende. Besonderheit an dem Ganzen ist die Ansicht, die ist nämlich isometrisch und damit nicht ganz gewöhnlich, was Rennspieler angeht. Aber keine Angst, die Steuerung geht nach einer kurzen Eingewöhnungsphase sehr gut von der Hand. Die Perspektive ist dabei relativ stark reingezoomt, aber ihr verliert nie die Übersicht, da ihr am unteren Rand immer eine Übersichtskarte habt und kommende Kurven immer gut durch entsprechende Zeichen auf der Straße angekündigt werden. Was macht jedes Rennspiel besser? Genau, Waffen! Diese könnt ihr während den Rennen einsammeln und euch so den recht penetranten Gegnern erwehren. Allerdings habt ihr leider kein riesiges Arsenal zur Verfügung. Zum einen gibt es Bomben, die die Gegner hinter euch erledigen und Raketen, die nach vorne schießen. Neben den Waffen gibt es auch so einige andere Sachen zum Einsammeln. Aber auch Gefahren wie Ölpfützen, welche euch natürlich kurz aus dem Rennen werfen. Jedoch fahren auch die Gegner schon einmal in diese Hindernisse. Ihr könnt euren Wagen auch dauerhaft verbessern. Dazu müsst ihr einfach die entsprechenden Symbole einsammeln und so verbessern, zum Beispiel Reifen euer Handling. Überraschenderweise ist es gar nicht das Ziel des Spiels, immer Erster zu werden. Während den Rennen sammelt ihr Buchstaben an, welche das Wort Nintendo bilden. Habt ihr dieses dreimal geschafft, habt ihr das Spiel gewonnen. Ihr solltet also immer Ausschau nach den Dingern halten und die Priorität auf das Einsammeln dieser legen. Leider ist auch die Gegner-KI sehr auf das sogenannte Rubberbanding ausgelegt. Egal wie schnell oder gut ihr fahrt, die Gegner könnt ihr nie abschütteln. Grafisch ist das Spiel sehr nah an den NES-Vorgänger angelegt und das heißt natürlich nichts Schlechtes. Die Ansicht ist zwar relativ stark reingezoomt, aber das Spiel bemüht sich durch einige Stilmittel um bessere Übersicht und das klappt ganz gut. Das Wichtigste ist das Geschwindigkeitsgefühl und das wurde gut umgesetzt. Der Sound unterstreicht die komplette Ästhetik sehr passend und gut. Nur der Motorensound ist, naja. Aber was soll man auch mit den Soundmöglichkeiten des Systems auch groß rausholen? Was taugt Super RC Pro AM für den Gameboy heute noch? Mir hat das Spiel durchaus gefallen. Orientiert es sich schließlich an meinen geliebten NES-Teil und portiert diesen gut auf den Gameboy. Aber im Detail fehlt es mir dann doch etwas an liebgewonnenen Sachen. Wieso kriegt man je nach erreichtem Platz keine Trophäe mehr? Wieso kriegt man kein Preisgeld und kauft sich damit die Upgrades? Oder wie sieht's mit anderen Spielmodi aus? Abgesehen davon erwartet euch hier ein solider Racer. Das war der Test zu Super RC Pro AM für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal, ihr fantastischen Menschen. Macht's gut. Tschüss.